Ja Leute, herzlich willkommen wieder bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den Assassinen getötet. Und heute machen wir genau an dieser Stelle weiter. Viel Spaß. So. Jetzt synchronisieren wir das Ganze mal. Okay. Wird das hier zu einem Kampf? So, greifen wir den Kollegen jetzt hier mal an. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän. Ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Danke. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Im Geheimauftrag von seiner Majestät dem König Gott schütze ihn und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Okay. Ohne eine Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Lass den Ruder des Schiffs erreichen. Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Tralala. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Diese Leute waren
besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Ist es wirklich gefährlich, was denn hier? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja. Eine vielbefahrene Meerenge. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Belasse. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmeißen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. Achtung, Topsegelberg! Alle Segel in Bewegung! Ein Wal. So. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Okay, dein Ladebildschirm. Okay, ganz geschätzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon, klappt es? Okay. Gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt, aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Die Großmutter mütterlicherseits war Asiatin. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Noch die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Eine Minute, d'accord? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel.
Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Okay. Bereit? Dann sind wir auch schon. Ah, unser Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kennwell-Linie. Hayden, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Klettern wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles, wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Okay. Zum Animus zurückkehren. Willkommen zu Animus Omega. Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17-Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal. Extraneurale Transmitter aktiviert. Assassin's Creed 4 Black Flag. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ja. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich. Und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt das nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimmer. Wo ist die beste Absteiger in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben, im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Hola, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft.
Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Das war mein Timer. Ja. Dann folgen wir mal unseren neuen Freunden. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich uns so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Ein paar Schwerter. Schwertset, britische Endermittel. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann's helfen. Oh, Herr Jemini, ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ach, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Zack, zack, zack. Hopp. Nochmal hüpfen, so. Synchronisieren wir mal. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! Ich kann nicht atmen. Mein Herz. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Gleich hab ich dich, du Hundsfott. Nicht mehr lange. Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Ja, okay. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. So. Danke, mein Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Hey, Schlinge! Dein Gesicht kenne ich doch. Gehörst du den Piraten unten in Nassau? Halt dein vollhaftes Maul, sonst stopf ich es dir, verstanden? Edward, oder? Ich hab ihn gewarnt. Okay, dann kämpfen wir mal. Du willst deine Abhalbung? Ich geb dir eine. Na kommt, Leute. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. Come on!
Okay. Hier sind Soldaten! Hurra! Ihr lasst mich doch nicht allein! Ich hol dich ein! Erro Inglés! Das war der zweite Teil von Assassin's Creed 4. Diese Mission bewerte ich mit 4 Sternen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein!